Hallo. Peinlich. Eben spricht mich hier ein Nachbar an und sagt, na, druckst so rum. Ich weiß nicht, wie er es sagen sollte, aber er fände es ja schon beeindruckend, dass ich noch, naja, dass halt noch so scheinbar viel los sei bei mir. Sexuell auf jeden Fall würde ich sehr laute Geräusche beim Sex machen. Das hätten sie wohl alle mitbekommen. Heute Morgen. Hab mich gar nicht getraut, ihm zu sagen, dass ich mir nur die Socken angezogen habe. Der freundliche Anblick meines weiß gemalten und mit persischen Stoffen behangenen Zimmers zeigte den Geschmack des 18. Jahrhunderts. Heiße Asche, die noch im Kamin lag, bewies mir, wie vorsorglich man die Feuchtigkeit vertreiben bemüht gewesen. Auf dem Sims stand eine Biskuitbüste der Königin Marie Antoinette und an dem weißen Rahmen des fast blind gewordenen fleckigen Spiegels bemerkte ich zwei Kupferhaken, die wohl damals den Gürtel der Damen zu tragen bestimmt waren. Ich hängte meine sorgfältig aufgezogene Uhr daran, denn ich halte, gegen den Grundsätzen der Telemiten, dafür, dass der Mensch erst dann der Herr der Zeit ist, die das Leben selbst ausmacht, wenn er sie in Stunden, Minuten und Sekunden eingeteilt hat, also in Bruchteile, die zu der Kürze des menschlichen Daseins im richtigen Verhältnis stehen. Und ich dachte, dass das Leben uns nur darum so kurz erscheine, weil wir es unverständlicherweise an unsere törichten Hoffnungen messen. Wir haben alle, wie der Greis in der Fabel, unserem Bauwerk noch einen Flügel anzufügen. Ich will vor meinem Tode noch die Geschichte der Äbte von Saint-Germain-des-Prés vollenden. Die Zeit, die Gott jedem mit uns gewährt, gleicht einem köstlichen Gewebe, das wir nach besten Kräften besticken. Und meines habe ich in allerlei philologische Bilder gewirkt. So sann ich und band dabei mein seidenes Tuch um den Kopf. Meine Gedanken führten mich in die Vergangenheit zurück und zum zweiten Mal im Laufe dieses Tages dachte ich an sie, Clementine, und segnete sie in ihrer Nachkommenschaft, bevor ich mein Licht auslöschte und über dem Gesang der Frösche einschlief. Zweitens, Lusance, den 9. August. Beim Frühstück hatte ich reichlich Gelegenheit, Frau de Gabry Unterhaltungsangabe zu würdigen. Sie erzählte mir, dass Gespenster im Schlosse umgingen, besonders eine gewisse Dame, die zu ihren Lebzeiten eine Giftmischerin gewesen sei und deren Seele jetzt ruhelos umherirre. Ich kann nicht genug rühmen, wie geistvoll sie dies alte Ammenmärchen wieder zu beleben wusste. Wir tranken den Kaffee auf der Terrasse. Kräftig wuchernder Efeu hatte die Säulen umschlungen und sie aus der Balustrade herausgerissen. Sie waren in den Ranken der Pflanze hängen geblieben und erinnerten mich lebhaft an die Haltung, in der man die thessalischen Frauen in den Armen der sie entführenden Kentauren darzustellen pflegt. Das Schloss in Form eines großen vierrädrigen Wagens mit einem Turm an jeder Ecke hatte infolge mannigfacher Umbauten jeden Charakter verloren. Es war ein geräumiges, ansehnliches Gebäude, weiter nichts. Es schien durch die 32-jährige Vernachlässigung nicht sonderlich Schaden genommen zu haben, aber als ich unter Frau de Gabrys Führung den großen Salon im Erdgeschoss betrat, sah ich, wie der Fußboden sich geworfen hatte. Die Fußleisten waren verfault. Das Getäfel war rissig, die Gemälde der Pfeiler waren schwarz geworden und hingen zu drei Viertel aus dem Rahmen heraus. Ein Kastanienbaum, der die Dielen gesprengt hatte, war dort emporgewachsen und strebte mit seinen Büscheln großer Blätter den scheibenlosen Fenstern zu. Nicht ohne Besorgnis dachte ich bei diesem Anblick daran, dass Herrn Honoré de Gabrys reiche Bibliothek, die in einem anstoßenden Raume untergebracht war, so lange Zeit hindurch schädlichen Einflüssen ausgesetzt gewesen ist. Und doch konnte ich angesichts des jungen Kastanienbaums im Salon nicht umhin, die urwüchsige Naturkraft zu bewundern, die jeden Keim zwingt, sich zum Leben zu entfalten, während mich der Gedanke tief betrübte, dass die Anstrengungen, die wir Gelehrten machen, um Lebloses zu erhalten und zu bewahren, so mühsam doch vergeblich sind. Alles, was gelebt hat, wird zum notwendigen Nährstoff neuer Daseinsformen.
Der Araber, der aus dem Marmorstein des Tempels von Palmyra sich seine Hütte baut, ist ein größerer Weltmeister als alle Museumsdirektoren von London, Paris und München zusammen. Lusance, 11. August. Gott sei Dank, die gegen morgen gelegene Bibliothek hat keinen unersetzlichen Schaden erlitten. Außer den dicken alten Weißtümerfolianten, die Siebenschläfer durch und durch zernagt haben, sind die Bücher in ihren vergitterten Schränken unversehrt. Ich habe den ganzen Tag damit zugebracht, Handschriften zu ordnen. Der Sonnenschein fiel durch die hohen, nicht verhangenen Fenster herein und ich hörte bei meiner bisweilen sehr interessanten Lektüre das Schwirren der dicken Hummeln, die hart gegen die Scheiben stießen. Ich hörte das Getäfel krachen und die vom Licht und Hitze betäubten Fliegen im Kreise um meinen Kopf surren. Gegen 3 Uhr wurde ihr Summen so laut, dass ich von einem für die Geschichte Meluns im 13. Jahrhundert sehr wertvollen Dokument aufschaute, um die konzentrischen Bewegungen dieser kleinen Tierchen aufmerksam zu betrachten. Ich kam dabei zu dem Ergebnis, dass die Hitze auf die Flügel einer Fliege ganz anders wirkt als auf das Gehirn eines Altertumsforschers. Denn das Denken wurde mir unendlich schwer und eine wohlige Betäubung umfing mich, die ich nur gewaltsam abzuschütteln vermochte. Der Glockenton, der das Mittagessen ankündigte, überraschte mich mitten in meiner Arbeit und ich musste eilig Toilette machen, um vor Frau de Gabry angemessen zu erscheinen. Das reichliche Mahl zog sich natürlich in die Länge. Ich stehe als Feinschmecker vielleicht etwas über dem Durchschnitt. Mein Wirt, der in mir den Kenner merkte, schätzte mich hoch genug ein, um mir zu ehren, einen bestimmten Chateau Margaux zu entkorken, den ich mit Andacht trank. Blume und Feuer dieses altberühmten edlen Weines kann man nicht genug rühmen. Er floss berauschend durch meine Adern und fühlte sich mit jugendlichem Feuer. Im Dämmerlicht, das die Bäume geheimnisvoll umflutete und vergrößerte, sah ich an Frau de Gabrys Seite auf der Terrasse und es machte mir Freude, meiner geistreichen Wirtin meine Eindrücke mit einer Lebhaftigkeit und überströmenden Beredsamkeit zu schildern, die bei einem Manne, dem es wie mir an Fantasie fehlt, höchst bemerkenswert war. Ich schilderte ihr unmittelbar, ohne zu irgendeinem alten Text zu greifen, das Wehmütige der Abendstimmung und die Schönheit dieser Heimaterde, die uns nicht nur mit Brot und Wein, sondern auch mit Gedanken, Gefühlen und Glauben ernährt und die uns einst, wie alle müden Kinder, nach einem langen Tageslauf in ihrem mütterlichen Schoß aufnehmen wird. »Herr Bonnard«, sagte die liebenswürdige Frau zu mir, »wenn Sie diese alten Türme, diese Bäume, diesen Himmel ansehen, so werden Sie verstehen, wie naturgemäß die Gestalten der Märchen und Volkslieder daraus um Haselnüsse erwachsen sind. Dort ist der Pfad, auf dem Rotkäppchen in den Wald ging, um Haselnüsse zu pflücken. Über diesen wechselnden, immer halb verschleierten Himmel fuhren die Wagen der Feen dahin, und in den Nordturm könnte wohl einst die alte Spinnerin gehaust haben, an deren Spindel sich Dornröschen stach.« Ich dachte noch über diese anmutigen Worte nach, als mir Herr Paul beim Qualm einer schweren Zigarre von einem Prozesse erzählte, den er wegen eines Wasserlaufs mit der Gemeinde führte. Frau de Gabry, der die Abendluft zu kühl wurde, schauerte unter ihrem Tuch fröstelnd zusammen und verließ uns, um ihr Zimmer aufzusuchen. Ich beschloss, statt in das meinige hinaufzugehen, in die Bibliothek zurückzukehren, um die Prüfung der Handschriften fortzusetzen. Trotz Herrn Pauls Einwendung, er wollte, dass ich schlafen gehe, trat ich in die Bücherei, wie man früher sagte, und machte mich beim Scheine der Lampe an die Arbeit. Nachdem ich 15 Seiten gelesen, die offenbar ein unwissender und zerstreuter Schreiber aufgezeichnet hatte, denn ich hatte Mühe, ihren Sinn zu erfassen, steckte ich meine Hand in die offenstehende Tasche meines Rockes, um meine Schnupftabaksdose hervorzuholen. Aber dieser natürliche und sozusagen instinktive Handgriff verursachte mir diesmal ein wenig Mühe und Anstrengung. Trotzdem öffnete ich die Dose und entnahm mir ein paar Körner des wohlriechenden Pulvers, die unter meiner, um den Genuss gebrachten Nase über die Brustfalten meines Oberhemdes hinabrollten. Ich bin sicher, dass meine Nase ihre Enttäuschung bekundete, denn sie ist sehr ausdrucksvoll. Mehr als einmal hat sie meine innersten Gedanken verraten, so namentlich in der öffentlichen Bibliothek von Coutances, wo ich meinen Kollegen Brioux die Urkundensammlung von Notre-des-Anges vor der Nase wegschnappte.
Wie groß war damals meine Freude! Meine durch das Tragen der Brille kleinen und matten Augen ließen nichts davon merken, aber der bloße Anblick meiner Stülpnase, deren Flügel vor Freude und Stolz bebten, verriet Briou, dass ich einen glücklichen Fund getan hatte. Er bemerkte den Band, den ich hielt, notierte die Stelle, an die ich ihn beim Verlassen meines Platzes stellte, nahm ihn hinter meinem Rücken heraus, schrieb ihn heimlich ab und veröffentlichte ihn in größter Eile, um mir einen Streich zu spielen. Doch wie er mich zu betrügen glaubte, betrog er sich selbst. Seine Ausgabe wimmelte von Fehlern, und ich hatte die Genugtuung, einige große Schnitzer nachzuweisen.